Ja, Leute, willkommen bei SCP-087-B. Also, ich lese mal das vor. SCP-087-B is a building with highly unusual properties. When two or more subjects enter SCP-087-B, it appears to be an empty, unlit room with concrete walls and a large metal door. The subjects have described feelings and anxious and nauseated inside the room, but no further anomalies have been reported. Ach nö, Leute, noch mehr zum Lesen. Ich muss mal kurz, warte mal, ich mach mal mein Zimmer dunkel. So, so, lese das einfach mal vor. Ich mach gleich mal einen kurzen Cut. Macht jetzt Pause und lese es dann allein. Und mach weiter. Fertig und es geht los. Hier steht der Name SCP. Also Secure Contact Project. Oder so wie es hieß. Ein langer Gang. Schmal und dunkel. Und runter geht's. Treppen. Hier, ey, Treppen sagen nichts Gutes, Leute. Das weiß ich von meiner letzten Horror-Map. Weiß. -2, hast du -2? Ich hab in der Originalversion auf PC steht da noch immer dann 2. Egal. Dann geht's runter wieder. -3. Ja, -3. Also Leute, ich werde bestimmt hier wieder Schiss kriegen. Normalerweise hasse ich Horror-Maps. Meistens lange Gänge sind sehr mies. Vier. Was? Das ist, glaube ich, keine 4. Nee, das ist keine 4, wie man sieht. Noch weiter runter. Lol. Was ist mit der Kamera los? Hey. Okay, Leute, ich hab die kaputt gemacht. Ich hab das Mühe. Jetzt sehe ich auf dem Kopf. Was soll das? Ich hab die Kamera kaputt gemacht, Leute. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh nein. Was war das denn? Mir ist ein bisschen kalt, Mann. Ich hab die Kamera kaputt gemacht, irgendwie. Irgendwie schaue ich jetzt so schräg irgendwie. So. Beim Spiel, wie er sieht. Er hat das Spiel kaputt gemacht. Was ist das für ein Mies? Alter. Komm, mach die Kamera wieder gerade, Mann. Warte mal, ich gehe so einfach. Wie ich die da, Alter. Was ist mit der Kamera los? Lol. Ich
ich hab keinen Bock darunter zu gehen. Mach die Kamera gerade. Mach du die komplett gerade, Junge. Müll. Leute, ich hab keinen Bock darunter zu gehen. Weil ich glaube, da ist unten nichts Gutes. Geht's nochmal? Ne, aber Alter, Leute, das war gerade so laut. 6. Sollte wahrscheinlich ein 6 sein. Ist auch eine 6, aber egal. Alter, warum ist die Kamera so schräg? Leute, wisst ihr es warum? Ihr hört das Atmen auch, Leute, oder? Oder? Wieso die Kamera? Ich verstehe nicht, warum die Kamera so schräg ist. In echt würde ich niemals so einen langen Gang runtergehen. Wirklich nie. Und wenn er so dunkel. Oh, Akku. Warte mal kurz, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. So, da sind wir wieder. Akkukabel ist angeschlossen. Und so. Alter, nee. Über mir ist die Lichterkette gerade. Oh mein Gott. Ich merke das gar nicht. Leute, ich wette, jetzt passiert irgendwas. Ich wette, jetzt passiert irgendwas. Bitte, bitte. Bitte nix. Puh. Was ist das für ein Müll? Alter, irgendwas. Bitte, jetzt nix. Bitte nichts. Und? Ach, Junge. Wie habe ich die Kamera hier so schräg gemacht? Nee, kann man auch nicht so mit der Finger drehen. 8. Ich hätte die Kamera irgendwie kaputt gekriegt. Keine Ahnung wie, aber egal. Ich habe mich so runtergedreht und auf einmal ging die kaputt. Ich muss jetzt leider so schräg spielen. Oh mein Gott. Ah! Alter. Ne, Leute, ne. Jetzt könnt ihr mich mal. Ne, Leute, ich mach nicht mal weiter. Alter. Da waren scheiß Augen, Alter. Die habt ihr die scheiß Augen auch gesehen, bestimmt. Ich gehe ganz langsam vor, ich gehe ganz langsam vor. Ich erschrecke mich nicht, ich erschrecke mich nicht. Was war das denn? Alter, hat hier gerade jemand gefickt oder was? Ich glaube, da hat gerade ein Bett gewackelt. Ja, der hat. Langsam bitte, langsam.
Immer sehr langsam. Ich hoffe, dass mir geht erst nicht die Wand weg. Was war das denn? Leute, wir sehen uns nachher wieder. Oh. Also wir sehen uns beim zweiten Part wieder. Oh, Leute, Leute, Leute. So, Leute, wir sind jetzt beim Endscreen und ja, Alter, diese Horror-Map-SCP macht mich jetzt komplett schon fertig. Alter, Leute, falls ihr es mal auch gespielt habt, schickt mir ein Video über die, schickt dann hier das Video an auf meine Facebook-Seite. Meine Facebook-Seite, Name wird auch im Video, also in der Videobeschreibung stehen. Oder auch über Skype geht das auch. Meine WhatsApp-Nummer zeige ich nicht, aber sonst, ja. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bye. Baby, jetzt steh ich hier im Regen und du konntest mir nicht einmal Wiedersehen sagen. Denn für mich war es viel zu früh. Jedes Mal denk ich dran, dass ich nicht mehr bei dir sein kann. Sag mir, wieso ist das passiert? Ich will zurück zu dir gegangen. Und jedes Mal kommen mir die Tränen. Wenn ich könnte, würde ich diese Zeit zurückdrehen. Sag mir bitte, dass es dir da oben gut geht. Das T-Shirt, an dem immer noch dein Blut klebt. Ich halte es fest, fest in der Erinnerung. Und wie du merkst, Schatz, nichts ist für immer jung. Du bist gegangen, wie du gekommen bist. Und es ist scheiße, dass es gerade so gekommen ist. Ich verfluche diesen Typen, der besoffen in dem Wagen saß. Diese Bilder, wo du blutend in meinen Armen lagst, ich kann nicht mehr. Und jeder Tag ist jetzt so grau. Was soll ich machen, dieses Leben ohne Frau? Und immer wieder, wenn ich gerade an dich denken muss, wird mir klar, dass dein Engel auch mal sterben muss. Ich bin gegangen ohne ein Wort, doch ich bleibe bei dir. Denn diese Liebe, die wir teilen, wird niemals erfrieren. Ich bin dein Engel, ich pass auf dich auf. Vermiss dich so, ich hoffe, du mich auch. Ich bin dein Engel, ich pass auf dich auf, vermiss dich so, ich hoffe.